Hallo und willkommen wieder bei einem neuen Video von mir. Es ist wieder ein neuer Film in meine Filmsammlung gewandert. Es handelt sich um den Film Kong, Sky Island oder Skull Island, also Schädelinsel. Was kann ich von dem Film sagen oder wie finde ich ihn so? Also aufmerksam geworden bin ich natürlich wieder durch die YouTube-Kinotrailer oder Filmtrailer. Und wo ich ihn gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, das ist ja nicht schlecht, sieht ja ganz toll aus. Und dann habe ich schon mit der Zeit so ein paar Kritiken mal gesehen gehabt. Das ist sowieso immer der Fehler, ne? Sollte man nicht machen, sich seine eigene Meinung bilden. Ja, so toll ist ja doch nicht. Die Story soll nicht so dolle sein. Und, ja. Ja, was halte ich von dem Film? Ich habe den mir auch bei Amazon Prime angeschaut gehabt und habe gedacht, ach komm, in digitaler Form reicht er mir eigentlich. Aber ich muss dann doch sagen, der Film ist sehr bildgewaltig. Story ist aber, naja, so, ja, Durchschnitt. Also, ich finde es jetzt nicht so doll. Aber bildgewaltig ist er. Und weil ich ihn nur als Stereo hatte, habe ich gedacht, ach komm, ich hole das mir mal original. Da ist der Ton wenigstens ordentlich. Und ohne Scheiß, kein Fehler. Der Ton ist hier verdammt, also echt verdammt gut abgemischt. Also, hier kann man nicht meckern, wie ich finde. Und das ist mir auch aufgefallen bei Filmen, die es in mehreren Versionen gibt. Den Film gibt es ja auch, oder war auch im Kino in 3D. Ja? Und den gibt es auch auf BD in 3D, exklusiv bei Amazon. So in der 3D, also viele Filme in 3D, haben auch eine ganz andere Abmischung des Tones. Also ich hasse ja 3D-Filme, weil ich kriege davon Kopfschmerzen. Die hole ich mir auch nie wieder, also nicht mehr, das ist definitiv. Und, aber die Abmischung des Tones ist bei den 3D-Filmen viel, 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 viel besser. Gerade die Anfangsszene, wo die Flugzeuge diesen Dogfight machen, ja, den kleinen, wo man sonst mal nicht sieht und nur hört. Du hörst wirklich hinten links, hinten rechts. Also du hörst das richtig gut, den Ton verteilt. Da sind so viele coole Soundeffekte drin. Also allein schon deswegen kann man sich den Film mal geben und sich einfach mal, ja, schön unterhalten lassen, sag ich jetzt mal. Visuell und akustisch. Also allein für Ton, Subi. Ja, also was hat denn alles so einen Ton? Also wir haben hier, also in dem Fall, weil hier in dem Stil ist die UHD drinne und also die UHD, BD und eben halt die ganz normale DVD. Quatsch, Entschuldigung, BD, also Blu-ray Disc. So, und wir haben, ich denke mal, auf der UHD wird das drauf sein, der Ton. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, konnte ich also auch nicht testen, weil ich habe noch keinen UHD Player. Da ist Deutsch, Dolby Atmos 7.1. Und auf der normalen BD, vermute ich mal, wird der deutsche Ton DTS, HD, Master Audio sein. Also wir haben hier zwei deutsche Tonspuren, die alle sehr, sehr gut sind. Ja, also. Und ich habe mir ja die BD angeschaut mit den DTS und Master Audio 5.1 Ton. Und alter Schwede. Qualität und Abmischung, super. Ja, leider haben wir wieder ein Bild mit 16 zu 9 Balken. Leider, 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 weil bildtechnisch ist der Film. Also wirklich schön, ja, kann man nicht meckern. Wer dann einen richtig großen 70 Zoll oder 85 Zoll Fernsehen hat, sieht das bestimmt alles sehr supi toll aus, ja. Also kann man nicht meckern. Müsste ich direkt mal bei meinem Neffen anschauen. Ja, also Bild super, also es also ist toll, ja. Die Effekte von den Kong, okay, ja. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich mag ja so also Affenfilme, aber spezialisiert, also wirklich nur. Gorillas. Ich mag eigentlich gar keine, wie jetzt Planet der Affen ist auch alles schön, ja, die Filme. Aber ich mag keine Schimpansen. Ich finde immer, Schimpansen sehen irgendwie komisch aus. Also Schimpansen sehen aus wie alte Männer. Also, Entschuldigung, ja, ist so, ich bin auch ein alter Mann. Aber ich finde immer, Schimpansen sehen komisch aus. Also ich bin immer so mehr so der Gorilla-Fan, ja. Also jetzt wie King Kong, Kong. Finde ich toll. Und schaut unbedingt bei den Filmen den Abspann durch. Da kommt dann noch so ein kleines, ja, Anteasern von weiteren Monsterfilmen, die uns da eventuell noch erwarten werden. Natürlich ist da auch der Godzilla mit dabei, wenn ich das so gleich vorspoilern darf. Ja, Godzilla, okay. Also, da werden mich auch manche jetzt hassen. Viele sagen, ja, es gibt nur die wahren Godzillas, das sind die japanischen Filme. Ich bin kein großer Godzilla-Fan. Ja, ich mag auch diese Neuverfilmung nicht von diesen Fettzilla, der hat mir auch nicht gefallen. Ich mag den 1998er Roland Emmerich Godzilla-Film, weil den finde ich persönlich
Gut, war ja eigentlich nicht, also da wurde nur gesagt, hier Gojira, also Godzilla, aber ich finde eben halt, das ist die mutierte große Echse. Ja, so ein wie heißen die, Varan, Commodore Varan. Also das haut da mehr hin, deswegen lasse ich das mal als Godzilla ausgegrenzt. Dieser Roland Emmerich-Godzilla-Film gefällt mir halt auch sehr gut und am besten, wie ich finde. Die anderen habe ich jetzt noch nie so umgehauen. Da, klar, damals als Kind, diese ganzen Godzilla-Filme fand ich ganz so nett, aber jetzt, naja. Also wie gesagt, Kong Sky Island, so rum, ist bildgewaltig und auch Ton ein echter Genuss, wie ich finde. Ja, genau. Sonst gibt es eigentlich nichts zu erzählen, was ich noch darauf hinweisen wollte. Ja, jetzt gucken wir uns mal das Stil an. Das ist ja mit das Wichtigste hier als Sammler, ja. Das Stil hat, so wie ich gesehen habe, keine großen Macken, obwohl es sehr billig verpackt war. Vom Cover her, okay, kann man sich streiten. Es ist matt gehalten, das Stil. Und man sieht den Kong schemenhaft. Gut, das ist eine Szene aus dem Film. Also kommt es auch drinnen vor. Aber ja, ich finde das Cover von der Armari cooler. Wo der Kopf so ganz groß drauf ist und so. Hätten sie vielleicht auch hier nehmen können. Naja, egal. Hier ist das Bein. Es gibt verschiedene Stils. Also, sie sehen alle so aus, aber es ist ein, also nur mit der BD drinne, mit der UHD drinne und eben halt mit der 3D-BD drinne. Also, es gibt verschiedene, aber sie sehen alle so, würde ich sagen, gleich aus. Drinne. Da habt ihr eben halt die zwei Medien. Wir schauen mal wieder rein. Ich habe den eben halt mir gekauft, im Mediamarkt, beim TEC. Und er war scheiße teuer. Ich habe dafür 30, nee, habe ich 30 oder 39 gezahlt. Er war nicht günstig. Auf Amazon war die ganze Zeit günstig gelistet. 24, dann mal 29. Und ich kaufe ihn da, wo er natürlich richtig teuer ist. Ich depp, aber naja, gut. Wie gesagt. So, wir haben einen Indruck. Einen durchgehenden. Sogar hier in Farbe. Ja, auch wieder ganz nett, wie ich finde. Gut, das. Ja, das, ich sag mal, man hätte was anderes nehmen können, was ein bisschen gut aussieht, aber ich meine, das ist ja nur innen, ja. Wann sieht man sich mal die Innenseite des Steelbook an? Jetzt geht meine Stimme weg. Aber es geht ja um den Film und der Film ist halt das Wichtigste. Der Rest ist ja eigentlich, ja, naja, ist ja nur was für die Sammler. In dem Fall was für mich. So, schauen wir uns nochmal schnell, ja, hier die Informationen an. Da könnt ihr mal schauen. Wenn ihr da was sehen wollt, könnt ihr das mal auf Pause machen. Die Specials, klar, sind auch einige dabei. Ach ja, wie fände ich überhaupt die Story? Also, Story kann man jetzt ja nicht so viel erwarten, das ist eigentlich immer dasselbe, ja. Man findet die Insel, die wird erforscht. Ist wieder irgendwie neu, es soll wieder ausgebeutet werden wegen irgendwelchen Bodenschätzen, kein anderer soll es finden, ja. Die Amerikaner sollen es zuerst haben, wenn denn wir halt, blubberter. Sie fahren halt drauf, ja, es tauchen große Tierchen auf. Der Kong taucht dann auf. Ja, und es gibt ja so einen kaputten Typen. Der ist ja nicht kapiert. Wir müssen das Vieh. Wir sind der Mensch in dem Fall. Ja, hier. Wir sind die Alpha-Spezies. Wir müssen natürlich den Rest ja, dezimieren. Tot. Am besten ihn gleich komplett von der Bildfläche verschwinden, dass er dann so aussieht. Ja, das ist halt immer dasselbe und nichts Neues oder Erfrischendes. Aber wie gesagt, lasst euch schon mal von der Story weg. Tut euch einfach die Bilder geben. Die sind gut. Und der Soundtrack ist sehr schön. 70er Jahre Musik, 60er, 70er. Ja, Oldies kann man sagen. Rockklassiker. Das kann man sich mal wirklich geben. Das hört sich sehr gut an. Und macht dann doch wieder Spaß. Ist auch nicht so langweilig. Also, mich hat er auch sehr gut unterhalten. Und deswegen ist er in meine Filmsammlung gekommen. So, du hast wieder das Video bis zum Ende geschaut. Und du kriegst von mir wieder den Film als oder in der digitalen Form, wenn du der Erste bist. Kannst du den Code einlösen und da hast du den Film Kong Sky Island als digitale Kopie für dich in deiner Sammlung. Da wünsche ich dir viel Spaß und würde mich freuen, wenn du den Film dir als digitale Kopie geholt hast, dass du mal ein kleines Kommentar drunter schreibst oder eine Bewertung gibst. Würde ich mich echt drüber freuen. Und was du von dem Film natürlich hältst. Das soll es wieder gewesen sein. Bis demnächst wieder. Euer Digga Yoshi. Bis bald zu einem neuen Video. Und tschüss.